spektakulärer Einbruch im Juweliergeschäft. Mit einem Mercedes-Kombi aus den 1990er Jahren versuchten drei Täter am Mittwochabend gegen 23 Uhr in der Lüneburger Straße die Sicherheitsvorkehrungen des Geschäftes zu durchbrechen. Dafür fuhren sie den geklauten Mercedes direkt gegen ein schweres Sicherheitsgitter und blieben stecken. Da sie nach dem gescheiterten Versuch die Türen nicht mehr öffnen konnten, weil der Wagen zur Hälfte in dem Geschäft stand, flüchteten sie durch den Kofferraum, wie Zeugen später berichteten. Sie berichteten auch von einem lauten Knall, kurz darauf flüchteten die drei Männer in Richtung S-Bahnhof Harburg-Rathaus durch die Lüneburger Straße. Dort stellte die Polizei später eine Mütze und einen verlorenen Handschuh sicher. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit 24 Streifenwagen blieb erfolglos. Der Wagen wurde sichergestellt, immer noch lief der Motor. Das Landeskriminalamt übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Da das Tor zu dem Pfandhausjuwelier nicht mehr verschlossen werden konnte, sicherten Polizisten bis weit in den Donnerstagvormittag den Eingang.